von der modernen Technologie Gebrauch gemacht und sein Testament auf Video aufgezeichnet. Oh, ich befürchte, es wird schwer für mich, ihn noch einmal zu sehen. Tut mir leid, dass ich Ihre Trauer noch steigern muss, aber leider ist noch ein guter Freund von Ihnen kürzlich verstorben. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Der Freund, der anstelle einer Hand nur einen Haken hatte. Er starb unten in Venice Beach. Es tut mir sehr leid, es zu hören. Es tut mir auch leid, wenn ich Sie enttäuschen sollte, aber ich habe diesen Mann nie gekannt. Ich bin sicher, ich würde mich an jemanden mit einer Hand erinnern. Würden Sie sich auch daran erinnern, wenn Sie ihm den Auftrag gegeben hätten, mich umzubringen? Herzliche Grüße aus dem Jenseits. Bitte, lass uns darüber reden. Worüber willst du reden? Soll ich wieder sagen, wie sehr ich dich liebe? Ich bin müde, ich will es nicht dauernd wiederholen, das bringt alles nichts. Ich muss hier weg. Du brauchst Zeit zum Nachdenken. Ich schätze, wir beide brauchen Zeit. Mach dir nicht länger was vor. Es ist vorbei. Es tut mir leid, wenn ich dir wehgetan habe. Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Wenn ich es ungeschehen machen könnte, wenn es einen Weg gäbe. Zu spät, daran hättest du denken müssen, bevor du zu ihm gingst. Du hättest mich nicht verlassen dürfen, aber du hast es getan. Er brauchte mich. Und ich dich nicht, richtig? Gut, ich weiß, du. Du hast nicht gewusst, was du damit anrichtest. Das kommt für dich ganz unerwartet. Er brauchte dringend Hilfe und sonst war niemand da. Das heißt aber nicht, dass ich meine Familie, dich oder meine Kinder aufgebe. Unser Leben wird nie wieder so sein, wie es früher war. Gemeinsam schaffen wir es. Und was wird aus dem, den du liebst, Eden? Ich liebe dich. Aha. Du liebst mich und du bist froh, wieder bei mir zu sein, hä? Und du hast vor, dich endgültig von diesem Robert zu trennen. Für immer. Kannst du wirklich guten Gewissens dafür garantieren, dass er sich nicht irgendwann wieder an deinen Gedanken breit macht und dass du anfängst, alles zu bereuen? Ach. Nein, kannst du nicht. Weil du Robert liebst. Es ist ziemlich verfahren, findest du nicht? Alles Schöne, was wir je hatten, das verdanken wir beide einer tiefen Verbundenheit, die wir füreinander empfunden haben. Die empfinde ich noch. Ich habe sie immer gefühlt und deswegen konnte ich nicht... Sprich ruhig weiter. Deswegen konntest du nicht mit ihm schlafen. Das wolltest du gerade sagen. Deswegen bist du noch nicht mit ihm im Bett gewesen. Wirklich sehr beruhigend. Ich weiß, wie gern du es gewollt hättest, aber du hast es dir regelrecht verkniffen. Aus Rücksicht auf dein Eheleben und deine Familie. Was denkst du eigentlich, wer ich bin? Du kommst zu mir zurück und dafür soll ich bereit sein, dein Herz zu teilen. Hast du tatsächlich erwartet, dass ich mich damit zufrieden gebe? Hast du überhaupt mal daran gedacht, was du da eigentlich verlangst? Würdest du ihn bitte zurücknehmen? Nein, wozu denn? Bring er keine Bedeutung. Behalt ihn ruhig. Ich möchte zunächst erst einmal klarstellen, dass meine erste Frau und unsere Kinder bei unserer Scheidung eine mehr als großzügige Abfindung bekommen haben. Sie haben nicht den geringsten Anspruch auf irgendetwas aus meinem Nachlass. Doch jetzt zu den hier Anwesenden. Fangen wir mit Ihnen an, CC. Ich weiß aus Erfahrung, wie bedeutungsvoll und wichtig eine Firma, die man aus dem Nichts aufgebaut hat, sein kann. Sie haben Ihre besten Jahre dafür geopfert, um die Firma zu dem zu machen, was sie heute ist. Dafür möchte ich mich persönlich bei Ihnen bedanken. Außerdem waren Sie mir im Kampf um die Firma fast ebenbürtig. Es war der härteste Kampf, den ich je führen musste. Und genau aus diesem Grunde hinterlasse ich nun Ihnen CC Capwell. Von den Aktienanteilen an Capwell Enterprises 1%. Verdammter Mist, Cap. Was ist los, Sissi? Ich wünschte, ich könnte Ihren Gesichtsausdruck sehen. Sehen Sie es doch mal so. Man muss schließlich irgendwo anfangen, finden Sie nicht? Und nun zu meinem Barvermögen und den restlichen Aktienanteilen. Meiner Freundin Sascha Schmidt hinterlasse ich $100,000. Anthony hatte immer ein... Meine Frau erhält eine jährliche Rente von $50,000 aus einem Fonds, den ich für sie eingerichtet habe.
Den Rest meiner Vermögensanteile aller Gesellschaften hinterlasse ich Robert Barr. Gerechtigkeit war allerdings nie seine Stärke. Für den Fall, dass Mr. Barr noch vor der Testamentseröffnung sterben sollte, geht mein gesamtes Vermögen an meine geliebte Ehefrau. Ich bin überzeugt, dass du gerade die Ohren gespitzt hast, meine Liebe. Was auch immer ich dir hinterlassen habe, ich hoffe, dass es dich genauso glücklich macht, wie du mich glücklich gemacht hast. Sie sehen, wie sehr er mich geliebt hat. Nun zu meinen privaten Gütern und Häusern. Das Haus in Palm Springs vermache ich Sascha. Ich weiß, mit dem Haus verbinden Sie viele liebevolle Erinnerungen. Der große Privatbesitz in Las Vegas soll selbstverständlich in den Besitz meiner Frau Augusta übergehen. Und damit erkläre ich mein Testament als vollzogen. Ich bin sicher, wir werden uns alle bald wiedersehen. Sehr bald. Mason, wir müssen uns unterhalten. Ich habe ihm was bedeutet, das wusste ich. Der Mann ich. War dazu vollkommen unfähig. Haben Sie das noch immer nicht kapiert? Ich bin wirklich froh, dass Anthony das Geschäftliche Ihnen überlässt. Ich hatte schon die Befürchtung, dass er es mir aufbürden könnte. Ich bin sicher, Anthony hat sich das reiflich überlegt. Haben Sie etwa vor, das Testament anzufechten? Vergessen Sie das immer gleich. Selbst wenn mir jetzt was zustoßen würde, hätten Sie kein Anrecht auf die Erbschaft. Bis wir verheiratet sind. Meinst du, mir wird's bald langweilig mit Ganz dir? Ganz genau um 12 Uhr in unserer Hochzeitsnacht. Was ist? Dann kehrt Nosferatu zurück. Unsere Flitterwochen werden niemals vorbei sein. Aber erst will ich alles über dich wissen. Was ist das? Sonnenbrand? Oh, nein, 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 das ist eine... Eine Narbe? Von einer Rasierklinge, ja. Hast du dich da beim Rasieren geschnitten? Nein, ich war... Ich war leichtfertig. Das ist die Strafe. Wofür? Ich war gerade erst 8 und spazierte durch die falsche Gegend und das war ein großer Fehler, denn die dortige Straßenbande begrüßte mich mit einer Art Peitsche, an der vorne eine Rasierklinge hing. Und ich sag dir, seit dieser Nummer kriege ich Schweißausbrüche, wenn ich im Fernsehen Zorro sehe. Weißt du, was ich noch wissen will? Was? Was ist das? Das sind Beißspuren. Oh, oh Gott. Die sind von dir. Oh, wie konnte ich nur so unanständig sein? Wie ist das, wenn man in so einer Gegend aufwächst? Ach, weißt du, so übel war das nicht. Das Elend kriegst du nicht mit, solange dir niemand was Besseres zeigt. Ja, aber was war, als dein Vater euch verlassen hat? Du bist doch auch bloß bei einem Elternteil aufgewachsen. Du hast aber dann für alle gesorgt. Ja, das hat mich vor Dummheiten bewahrt. Und warum bist du Polizist geworden? Ich dachte, ich wäre vielleicht gut darin. Und ich wollte was Solides. Ich wollte mich irgendwo niederlassen und schon bald für meine eigene Familie sorgen. Vielleicht war das meine Art der Auseinandersetzung mit meinem Vater. Er sollte sehen, dass ich das Richtige tue und er sich irrt. Du hättest mir sicher auch gefallen, wenn wir uns schon als Kinder getroffen hätten. Ich wette, du warst wirklich was Besonderes. Erzähl mir bitte noch mehr von dir. Suchst du einen Grund, um auszusteigen? Nein, keine Chance. Ich verspreche es. Was soll ich denn sonst noch erzählen? Ich war 14, als mein Vater wegging. Ricky war 9. Ich trug plötzlich die ganze Verantwortung. Bumm, die Kindheit war vorbei. Was sollte ich tun? Ich war gerade mal aus den Windeln raus. Dann sollte ich meine Mama und meinen kleinen Bruder annehmen. Glaub mir, ich habe meinen Vater dafür gehasst. Aber inzwischen denke ich, er brauchte mich dazu, den Frieden zu finden, den er niemals finden konnte. Das hat mein Selbstwertgefühl aufgebaut. Ich habe nie meine Selbstachtung verloren, weil ich mich nicht einfach davongeschlichen habe. Ich stand es durch. Ich bin zwar mein Vaters Sohn, aber ich bin nicht so wie er. Ich laufe nicht weg.
darauf bin ich stolz. Für ihn ist es vorbei. Das weißt du doch gar nicht. Du hast ihn vorhin nicht gesehen, Mama. Es ist nicht leicht für ihn. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Er liebt dich und du kannst kaum erwarten, dass jemand die richtige Entscheidung unter starkem emotionalen Druck fällt. Ist es die große Liebe? Ich liebe Cruz. Er war nicht gemeint. Hilf mir, Mama. Sag mir, wie das ist. Wie ist es, wenn man zwei Männer zur selben Zeit liebt? Also gut, Eve. Sieh endlich ein, dass du mir ähnlicher bist, als du wahrhaben willst. Ich habe zwei Männer geliebt. Einer davon war dein Vater und der zweite war Leiner. Vermutlich verstehe ich auch deshalb so gut, was du jetzt durchmachst. Und ich werde nicht versuchen, dir reinzureden, denn du hast keine Wahl. Nur dein Herz kann diese Entscheidung treffen. Es ist irgendwie sonderbar. Ich war damals so verliebt in Cici und gleichzeitig in jemand anderen. Ich wollte es nicht zulassen, aber es ging nicht. Gefühle lassen sich nicht abstellen. Also hörte ich auf den Rat fremder Leute. Die gaben mir zu verstehen, dass man seine Ehe niemals aufgeben darf. Und ich verließ Lionel. Du hast Daddy doch auch verlassen. Später erst. Meine Gefühle für Lionel habe ich einfach unterdrückt. Und so leicht geht das nun mal nicht. Dein Vater und ich hatten dauernd Streit über Nichtigkeiten, aber wir wussten, was dahinter steckt. Vielleicht hat das unsere Ehe zerstört. Was soll das heißen? Dass du auf jeden Fall deine Gefühle für Robert ausleben solltest. Aber dann würde ich Cruz für immer verlieren. Wenn ihm Robert hier über den Weg läuft, kannst du darauf wetten, dass ich Cruz nie wiedersehen werde. Das dachte ich auch von deinem Vater, aber wir haben erneut geheiratet, als wir uns wieder trafen. War es je wieder so wie früher? Nein. Tut mir leid. Ich kann dir dabei überhaupt nicht helfen. Jedermann weiß doch, dass Cici Capel ganz und gar unbeschreiblich ist. Also, auch nach Palm Springs, Madame. Oh ja, ich schätze, das würde dir sicher sehr gut passen. Aber wenn ich es mir recht überlege, habe ich eigentlich gar nicht vor, wegzufahren. Es kam mir bloß so vor, als würdest du an dem Haus, das Tunnel dir vermacht hat, sehr hängen. Schon, aber ich habe hier auch ein sehr schönes Haus. Und jetzt könnte ich immerhin die Gelegenheit wahrnehmen, ein respektiertes Mitglied in dieser Gemeinde zu werden. Denn mit dem Geld, das ich von Anthony habe, kann ich mich voraussichtlich eine Weile zur Ruhe setzen. Das könnte man auch noch verlängern, wenn du mir erlaubst, dein Kapital noch zu verdoppeln. Vielleicht möchtest du ja auch ganz woanders hin. Ich wäre bereit, das einzurichten und ich habe ein wunderschönes Grundstück an der Riviera und gute Kontakte nach Rio. Sehr schmeichelhaft. Ich hätte nicht gedacht, dass du noch immer solche Angst vor mir hast. Wenn du dich dann nur nicht irrst. Hör zu, selbst wenn Julia wirklich etwas über Palm Springs herausfindet... Würdest du bitte etwas leiser reden? Okay. Selbst wenn Julia etwas über die Geschichte zwischen uns erfährt, wird sie zwar vermutlich erstmal explodieren, doch dann verzeiht sie dir wieder. Da sieht man mal wieder, wie schlecht du Julia kennst. Unsinn, was zwischen uns geschehen ist, war so unwichtig, dass selbst wir uns nicht mehr daran erinnern. Außer an die üblen Momente. Natürlich. Also wieso nimmst du nicht einfach das Geld, das du eben gespart hast und steckst es in einen Treuhandfonds für deine reizende und entzückende Tochter? Bei einem Vater wie dir braucht sie sicher irgendwann Geld für einen Psychoanalytiker. Gut, dann werde ich sie beide mal allein lassen. Ich bin sicher, sie haben eine Reihe von Komplotten zu schmieden. Cici, ich hoffe, wir sehen uns recht bald wieder. Schon irgendeine Idee? Was meinst du? Wovon spreche ich wohl, wie wir Capital Enterprises wiederkriegen? Ich denke, wir sollten warten. Worauf denn? Wir wissen doch beide genau, dass der gute Tunnel eine Menge fragwürdiger Beziehungen hat. Bis hin zum organisierten Verbrechen und weiter. Nicht zu vergessen der internationale Terroristenring. Und die werden nicht besonders glücklich sein, wenn sie erfahren, dass Robert Barr alles geerbt hat. Auf jeden Fall wird er sich mit ihm beschäftigen müssen. Also wenn wir noch abwarten, ihn noch etwas schwitzen lassen, ist er bestimmt mehr als bereit dazu, uns die ganze Firma wieder zu verkaufen. Aber ich bin's leid zu warten, denn das kann alles noch sehr lange dauern. Wir müssen was finden, was wir als Druckmittel gegen Robert Barr einsetzen können. Sophia,
Haben Sie Eden gesehen? Ja, das habe ich. Ist sie allein? Schon gut, danke. Ich habe die Antwort schon. Sieht ganz so aus, als wenn Ihr Ex-Mann auf Sie warten würde. Ja, und was ist mit Ihnen? Ich bezweifle, dass ich willkommen wäre. Ich bin überrascht, dass Sie vor aller Welt mit mir sprechen. Warum sind Sie so anders als der Rest Ihrer Familie? Wie kommen Sie denn auf sowas? Sie geben mir zumindest nicht das Gefühl, ein Monster zu sein. Mir geht es dabei nicht um Sie. Ich will nur das Beste für meine Tochter. Genau wie ich, Sophia. Genau wie ich. Was hat er gewollt? Guten Tag, Sam. Das sah nicht nach einem einfachen Hallo aus. Ging es um Eden? Ja. Ich hoffe, du hast ihm geraten zu verschwinden. Eine umwerfende Idee. Glaubst du immer noch, mit miesen Drohungen könntest du auf Robert Barrs Verhalten irgendwelchen Einfluss nehmen, oder was? Jetzt sag schon, worüber habt ihr... Jedenfalls nicht darüber, dass Crew sie verlassen hat. Er kommt wieder. Halt ihr Barr vom Leibe. Ich weiß nicht, ob das so einfach ist. Er hat Eden gesagt, für ihn sei endgültig Schluss. Dass er so weit gehen würde, hätte ich nicht gedacht. Das war aber doch abzusehen. Ach was, er liebt sie doch. Aber er ist, wie du sehr wohl weißt, auch ein Mann mit festen Prinzipien. Du kannst von so jemandem nicht erwarten, dass er bei einer Frau bleibt, die nichts Besseres zu tun hat, als einem anderen Typen nachzugehen. Was fällt dir ein? Sie ist deine Schwester. Du solltest eigentlich auf ihrer Seite sein. Oh, ich vergaß. Der Käpfel-Kodex. Wenn dieses Blut durch deine Adern fließt, wird dir einfach alles verziehen. Und wieso vergisst ihr das immer dann, wenn es um mich geht? Wenn Barr von der Bildfläche verschwindet, drängt sich alles wieder ein. Wo wollt ihr? Woher soll ich das wissen? Bist du vielleicht zu Eden gefahren? Nein, das glaube ich nicht. Und du wirst auch nicht zu ihr fahren. Lass sie eine Weile in Ruhe. Es ist klüger, wenn du dich nicht einmischst. Bitte, Sissi. Entschuldigt mich. Mach dir keine Gedanken. Wie ich ihn kenne, wird er diese leidige Angelegenheit auf seine allseits beliebte, feinfühlige Art und Weise aus der Welt schaffen. Tja, rate mal, wer gewonnen hat. Weißt du noch überhaupt, wie es ist, wenn man verliert? Er hat mir den gesamten Firmenbesitz hinterlassen, einschließlich Capwell Enterprises. Herzlichen Glückwunsch. Du wirst es mir wahrscheinlich nicht glauben, aber es bedeutet mir nichts mehr. Alles, was ich mir wünsche, ist, bei dir zu sein. Lass uns irgendwo hingehen, wo uns niemand kennt. Lass uns alles vergessen und nochmal neu anfangen. Du musst dich irgendwann entscheiden. Warum Nein. nicht sofort? Bitte hör auf. Was hält dich hier denn noch? Hast du etwa vor, mich zu einer Entscheidung zu zwingen? Ist das deine Absicht, um deinen heutigen Sieg vollkommen zu machen? Ich meine, genügt es dir vielleicht noch nicht, dass du mein Leben schon völlig durcheinander gebracht hast? Unabsichtlich. Wer weiß, wozu du fähig gewesen wärst, wenn du es drauf angelegt hättest. Lass uns die Vergangenheit begraben und denk an die Zukunft. Meinst du nicht auch, dass du etwas zu viel von mir erwartest? Wenn du wirklich glücklich und zufrieden in deiner Ehe bist, warum quälst du dich dann so? Weißt du, wie sehr ich mich dafür hasse? Ich habe allen Menschen, die mir etwas bedeuten, sehr wehgetan. Aber am schrecklichsten ist, dass ich mich selbst nicht mehr einschätzen kann. Sag nicht so etwas. Du hast nur das getan, was du tun musstest. Ich liebe dich. Robert, nicht. Ich habe immer nur dich geliebt. Nein. Nein. Funny how the right things last.
nette Bar. Ja, ich finde es hier eigentlich ganz gemütlich. Wolltest du deswegen hierher? Ja. Ich hoffe, du verstehst mich nicht falsch, aber mir ist heute nach allem nur nicht nach Reden zumute. Ich nehme das gleiche wie er. Tequila? Klar. Bringen Sie einen Kaffee. Kaffee? Ja. Fühl dich zu nichts verpflichtet. Ich wollte dich nur noch mal sehen, bevor ich verreise. Du musst auch nichts sagen. Aber wenn du nichts sagst, bedeutet das, dass ich rede und du mir zuhören musst. Oder du lässt mich hier sitzen und davon würde ich dir abraten. Julia. Was ist? Red weiter. Ja, also gut, wenn du meinst. Naja, es geht los. Tonell hat Augusta nun doch nicht sein Vermögen hinterlassen. Was in Anbetracht der Tatsache, dass sie diesen Mann oder vielmehr seine widerwärtigen Umarmungen nur ertragen hat, um an sein Geld zu kommen, ganz und gar nicht komisch finden kann. Seine widerwärtigen Umarmungen? Tja, und sowas nennt sich meine Schwester. Offenbar denkt sie sich nichts dabei. Wenn Menschen einander lieben, haben sie nicht immer die gleichen Wertbegriffe. Wieso gehst du nicht nach Hause und redest mit ihr? Ach, vergiss es. Wie geht's Mason denn so? Ich habe nie verstanden, in welcher Beziehung er zu diesem Tunnel steht. Ich bin nicht hier, um mit dir über Mason zu reden. Naja, ich gestehe, es hat doch etwas mit Mason und mir zu tun. Du und Eden, ihr hattet eine so gute Beziehung. Und wenn bei Mason und mir mal wieder die Fetzen geflogen sind, habe ich an euch gedacht und mir gesagt, da existieren zwei Menschen mit ganz ähnlichen Schwierigkeiten und die schaffen es trotzdem, eine gute Ehe zu führen. Ich bin hier, weil ich vollkommen egoistisch bin. Ich könnte es nicht ertragen, wenn ihr euch trennt, denn dann würde ich wahrscheinlich jegliche Hoffnung verlieren, dass eine Beziehung auf Dauer funktionieren kann. Es tut mir leid, dass wir dich enttäuschen müssen. Aber dass unsere Beziehung gescheitert ist, muss nicht bedeuten, dass deine scheitert. Du liebst sie doch immer noch. Deine wunderbare Frau, natürlich liebe ich sie. Ich kann verstehen, dass du nicht gern darüber redest, aber kannst du mir erzählen, was passiert ist? Was passiert ist? Du willst wissen, was passiert ist? Robert Barr ist aufgetaucht. Er mischte sich in unser Leben ein und begann mich zu verdrängen. Aber meine Frau stand hinter ihm und weil ich meine Frau respektiere... Ich hätte ihn töten können. Mehr als einmal sogar, und ich habe ihn jedes Mal laufen lassen. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe ihn in Ruhe gelassen. Sie schien das ganz offensichtlich von mir zu erwarten. Und was sagt das über mich aus, dass ich mich verhalten habe wie ein einfühlsamer, rücksichtsvoller, moderner Mann, wie ein Mann mit Format oder wie ein völliger Idiot? Tatsache ist, dass ich meine Frau verloren habe, weil sie tun und lassen konnte, was sie wollte. Ach, Scheiße, was rede ich denn für einen Unsinn? Tatsache ist, dass ihr euch nach wie vor liebt. Und das ist, denke ich, immer noch die beste Basis für einen neuen Anfang. Nein, der Zug ist abgefahren. Ein für alle Mal. Was hast du denn jetzt vor? Ich weiß nicht. Erstmal werde ich versuchen, das alles zu verdauen. Und dann werde ich tun, was ich tun muss. Was immer das ist. Meine allerherzlichsten Glückwünsche, Robert. Nun hast du mit viel Glück bekommen, was du haben wolltest. Erst unsere Firma und als Krönung auch noch Eden. Robert, würdest du bitte... Deswegen musst du ihn nicht wegschicken. Wir haben keine Geheimnisse voreinander, oder? Und was ich zu sagen habe, betrifft ihn genauso. Lass uns allein, Robert, bitte. Ich bin unten am Strand. Soll ich dir mal etwas verraten, Eden? Solange ich denken kann, habe ich versucht, dich zu verstehen. Und ich habe mir, ich weiß nicht wie oft, gewünscht, so zu sein wie du. Aber jetzt werde ich es aufgeben. Obwohl wir uns oft sehr nahe waren, wer du wirklich bist, habe ich nie gewusst. Das ist mir erst heute klar geworden, in diesem Moment. Und ich, Trottel, habe dich immer in Schutz genommen. Aber seit heute weiß ich, dass du vermutlich egoistischer, destruktiver und verkommener bist, als ohnehin schon allgemein von dir behauptet wird. Du kümmerst dich ein Dreck um die Gefühle anderer Menschen. Das ist nicht wahr. Nein,
Und was wäre passiert, wenn ich euch nicht gestört hätte? Wahrscheinlich wärt ihr hier auf der Couch direkt unter deinem Hochzeitstuch. Du wirst geschmacklos. Es ist nicht meine Schuld, dass du damit reingezogen wurdest und dass dir wehgetan wurde. Ach, verschon mich bitte damit. Die Gefühle anderer Menschen kümmern dich doch ein Dreck, solange du bekommst, was du willst. Selbst wenn du dadurch Cruz und deine Familie zerstörst. Spar dir deine Entschuldigung, mir machst du nichts mehr vor. Auch Robert wird irgendwann herausfinden, wie du wirklich bist und sich ganz schnell von dir verabschieden. Ich habe nie gewollt, dass das passiert. Du erwartest doch jetzt nicht von mir, dass ich dir das abkaufen soll. Du hattest wirklich alles. Alles, was du wolltest. Aber vielleicht war es gerade das. Vermutlich wurde dir das auf Dauer zu langweilig. Du hast immer im Mittelpunkt gestanden. Alles hat sich immer nur um dich gedreht. Schon als Kind hat man dich hofiert und verwöhnt. Es war selbstverständlich für dich und alle anderen, dass man dir jeden Wunsch von den Augen abgelesen hat. Es muss ziemlich ernüchternd gewesen sein, plötzlich das Dasein einer braven Ehefrau zu führen. Und es interessiert dich auch nicht sonderlich, dass du ein Leben führst, von dem die meisten Frauen nicht einmal zu träumen wagen. Aber das bist du ja gewohnt, stimmt's? Du wolltest nur mal wieder etwas Aufregendes erleben. Und du konntest dabei keine Rücksicht auf die Gefühle anderer nehmen. Und unsere Mutter glaubt, dass du das unschuldige Opfer bist. Aber wir beide wissen, dass das nicht warst. Du könntest immer noch glücklich mit Cruz sein. Das wäre so einfach, zu einfach. Du hast einen so wundervollen Mann wie Cruz überhaupt nicht verdient. Du wirst vermutlich erst Ruhe geben, wenn du beide in deine Krallen bekommen hast. Na los doch, schlag mich. Vielleicht fühlst du dich dann besser. Das hättest du von dir, du. Jetzt werde ich dir mal was sagen. Also, ich bin richtig froh, dass du endlich einmal Gelegenheit hattest, all das loszuwerden, was dich schon seit Jahren fehlt. Unschuldiges Getue sieht bei mir jetzt nicht mehr. Dein Heiligenschein ist weg, Eden. Das Märchen von Cruz und Eden ist zu Ende, verstehst du? Jetzt musst du dich der Realität stellen. Und wenn du es genau wissen willst, ich finde, es wurde allerhöchste Zeit dafür. Es muss einen Weg geben, das Testament anzufechten. Was versprichst du dir davon? Es kann doch einfach nicht legal sein, dass er sein ganzes Vermögen einem Mann wie Robert Barr vererbt und seine arme Witwe mittellos zurücklässt. Na, jetzt übertreib mal nicht. $50.000 jährlich, das ist doch ein Witz, findest du nicht? Aber zu mehr war er nicht verpflichtet. Du bist bis an dein Lebensende versorgt und damit ohne rechtliche Handhabe. Ich dachte, es wäre ein Vorteil, eine Rechtsanwältin als Schwester zu haben. Du hast doch einen Anwalt, was sagt ihr dazu? Ach, hör mir doch auf mit dem. Ich fürchte, mir bleibt nichts anderes übrig, als in Zukunft von meinen Ersparnissen zu leben. Du hast Ersparnisse? Natürlich. Jeden einzelnen Penny habe ich in Aktien angelegt. Unsere Mutter hat uns nicht umsonst zu cleveren Frauen erzogen. Ah ja, und woher hast du so viel Geld, wenn ich fragen darf? Hast du schon mal von Leona Helmsley gehört? Sie gab dir das Geld? Nein, ihre Ideen. Ich meine nicht persönlich, natürlich. Weißt du, es hat schon gewisse Vorteile, dass die meisten Hotellieferanten heutzutage den Einfluss der Frauen von Hotelbesitzern zu schätzen wissen. Nicht, dass ich mich irgendwie aufgedrängt hätte. Na, du kennst mich ja. Ich habe Anthony lediglich ab und zu einige Vorschläge unterbreitet. Von welcher Firma er die Fernseher kaufen soll, von welcher die Handtücher und so weiter und so weiter. Oh, du bist ja ganz schön raffiniert. Ich glaube, Anthony war einer von diesen Männern, die ausgenutzt werden wollen. Er wusste es wahrscheinlich, aber es hat ihm nichts ausgemacht. Vielleicht war das ja der Grund, warum er dir so wenig hinterlassen hat, hm? Jetzt fang nicht schon wieder damit an. Eigentlich bin ich ganz froh, dass er nicht dir, sondern Barr alles hinterlassen hat. Wie kannst du es wagen, so etwas Taktloses zu sagen? Nein, du verstehst mich falsch. Ich meine, was willst du denn mit all diesen Gangstern und Terroristen tun, die zum Inventar gehören? Na, selbstverständlich sofort abservieren. Was denkst du denn? Ich glaube kaum, dass die sich das gefallen lassen. Ich frage mich, was Robert vorhat. Ich glaube nicht, dass er weiß, auf was er sich da eingelassen hat. Naja, ehrlich gesagt, dem würde ich es gönnen, wenn er mal richtig auf die Nase fällt. Du bist wohl immer noch sauer, dass du Capwell Enterprises nicht in die Finger bekommen hast. Hm. Das wäre der absolute Höhepunkt meines Lebens gewesen. Hm. So, und wann fährst du nach Vegas zurück? Ich werde nie wieder einen Fuß in diese Stadt setzen. Ich meine, sieh dir doch mal an, wer sich da rumtreibt. Nur Spieler oder irgendwelche Touristen. Nein, ich denke, es wird Zeit für mich, sesshaft zu werden. Hier? Mhm. Warum nicht? Ich stelle es mir schön vor, wieder in deiner Nähe zu leben. Du kennst doch das Sprichwort. Wenn dein erster Versuch scheitert, versuch es wieder und wieder und wieder. Was hast du vor? Das, was ich am besten kann. Alle denken, ich habe mein Pulver verschossen.
Die werden sich noch ganz schön wundern. Guter Stoß, Inspektor. Hallo. Ich hoffe, Sie haben nicht wieder vor, Unruhe zu stiften. Nein, ich gönne Ihnen auch mal eine Pause. Wie es aussieht, haben Sie heute Abend frei. Manchmal braucht auch ein Bulle etwas. Ablenkung. Ziemlich langweilige Angelegenheit, finden Sie nicht? Überhaupt nicht. Das hat auch Vorteile, zum Beispiel, dass ich immer gewinne. Sie werden es mir vielleicht nicht glauben, aber mir macht es Spaß, allein zu spielen. War das ein Wink? Nein, ein guter Rat. Sie sollten es auch mal probieren. Ab und zu ist das sicher okay, aber so auf Dauer ganz schön langweilig. Das ist mein geringstes Problem dabei. Geben Sie mir bitte die Kugel da. Aber gern. Danke. Da ich Sie offenbar von den Vorteilen des Alleinseins nicht überzeugen kann. Bitte. Eden, du musst mit Cruz reden. Wenn du willst, mache ich mich auf die Suche nach ihm. Und wenn sie es nicht will, tust du es auch, stimmt's? Ich komme allein klar, Daddy. Nicht, sonst würde ich mich ja nicht einmischen. Entweder du suchst jetzt deinen Mann oder wir suchen ihn. So ist es richtig, wenn sie nicht spurt. Hör endlich auf damit. Ich bin alt genug, um eigene Entscheidungen zu treffen. Dann erklär mir mal, warum du dich wie ein unmündiges Kind aufführst. Es geht um deine Ehe und wenn du annimmst, dass ich zusehe, wie du sie leichtfertig... Ich sage es jetzt zum letzten Mal, halt dich da raus. Und wenn du noch einen Ton dazu sagst, bitte ich dich zu gehen. Sie haben mich gewinnen lassen. Warum sollte ich? Sie haben gewonnen, weil Sie besser gespielt haben als ich. Irgendwas scheint Sie zu beschäftigen. Oder bilde ich mir nur ein, dass ich es Ihnen ansehe? Sie haben so einen gewissen Ausdruck in den Augen. Ich vermute mal, dass heute was geschehen ist. Also ja, anscheinend nichts Erfreuliches. Haben Sie vielleicht schon mal ein Kind beobachtet, das seinen ersten Gehversuch macht? Mhm. So fühle ich mich zurzeit, als müsste ich mal wieder laufen lernen. Tut weh, wenn man hinfällt. Mhm. Und es gibt blaue Flecken. Das bringt die Sache so mit sich. Ja, davon kann ich auch ein Lied singen. Das glaube ich Ihnen gern. Ich will nachher noch auf eine Party. Ein Freund von mir feiert seine Scheidung. Wird bestimmt ganz lustig. Haben Sie Lust mitzukommen? Hallo, Niki. Kann's losgehen? Klar. Was ist nun? Kommen Sie mit Cruz? Du hast doch nichts dagegen, wenn er mitkommt. Natürlich nicht. Von mir aus. Vielen Dank für die Einladung, aber nicht heute. Wirklich nicht? Nein, ich wünsche euch beiden viel Spaß. Wünsche ich Ihnen auch. Sie könnten eine Abwechslung mal ganz gut vertragen. Ja, hier Castillo. Wer ist dran? Parker, was liegt an? Wieso? Weil ich arbeiten möchte. Julia, ich würde Sie gern zu einem Drink einladen. Tun Sie bloß nicht so, als wären wir Freunde. Denn wir sind es nicht. Sie sind immer so direkt. Das mag ich ehrlich gesagt am liebsten an Ihnen. Das liegt wohl daran, dass Ihnen so etwas wie Offenheit völlig abgeht. Ich will mich nicht mit Ihnen streiten. Es ist das erste Mal für mich, dass ich über eine Summe verfüge, die sechsstellig ist. Für jemanden, der den Namen Capwell trägt, ist das natürlich ein Trinkgeld. Allerdings hat Anthony mir darüber hinaus eine Millionenvilla in Palm Springs hinterlassen. Ich hätte nie gedacht, dass ich sie erbe, aber immerhin habe ich ihm zum Kauf geraten. Welch interessante Neuigkeit. Wann genau war das? Was? Wann hat er die Villa in Palm Springs gekauft? Irgendwann im Juli oder Juni. War das, als Mason dort war? Oh, keine Ahnung. Ist es nicht merkwürdig, dass ihr zwei euch dort nicht einmal über den Weg gelaufen seid? Wieso? So winzig ist die Stadt auch wieder nicht. Das geht mir nicht in den Kopf. Er war in der Stadt wegen Tunnel und Sie waren dort wegen Ihrer Affäre mit Tunnel. Und doch sind Sie sich nie begegnet. Ich war...
beschäftigt mit den Malern und Architekten. Ich konnte keine freie Sekunde für Anthony aufbringen. Er hat sich deswegen ständig bei mir beklagt. Aber was sollte ich machen? Ich war einfach zu beschäftigt. Es muss sehr anstrengend gewesen sein, so beschäftigt zu sein. Ich muss los. Auf Wiedersehen, Sascha. Feiern Sie noch schön und geben Sie nicht alles auf einmal aus, hä? Ich werde mich raushalten, wenn ich sehe, dass du dich wie ein erwachsener Mensch verhältst. Gilt das Angebot auch für den Rest der Familie? Wirst du jetzt endlich still sein? Ich denke ja gar nicht dran. Glaubst du, ich sehe zu, wie sie ihre Ehe wegen Bar aufs Spiel setzt? Du wirst diesen Mann nicht mehr sehen. Ich rede mit... Vergiss es, Cruise hat mich verlassen. Ja, nachdem du zusammen mit Bar verschwunden bist, hast du etwa erwartet, dass er dich mit offenen Armen wieder aufnimmt? Red noch mal mit ihm. Jetzt hör doch mal auf, ihr andauernd Vorschriften zu machen. Ich werde tun und lassen, was ich für richtig halte. Ist das so schwer zu verstehen? Hör zu, Bar wird mir irgendwann anbieten, die Firma zurückzukaufen. Augenblick mal, Dad. Worum geht es dir wirklich? Hast du wirklich angenommen, er macht sich deinetwegen Kopfzerbrechen? Weit gefehlt, er sieht eine Chance, wieder an die Firma zu kommen, wenn er dich als Mörder benutzt. Mason, halt den Mund! Das ist absolut lächerlich. Du kannst mir glauben, dass ich dir so etwas nie antun würde. Ich weiß nicht, was ich glauben soll oder nicht, Daddy. Sehen Sie zu, dass Sie verschwinden. Sie sollen verschwinden! Hör auf damit! Robert, würdest du bitte wieder gehen? Und du, bleibst du hier? Oder kommst du mit? Ich bitte dich, so lange draußen zu warten. Eden! Eden, du weißt nicht, worauf du dich da einlässt. Mason, sag du ihr doch, dass sie einen schrecklichen Fehler macht. Es ist allein ihre Entscheidung. Sie ist kein Kind mehr. Vermutlich hast du auch öfter was falsch gemacht und sicher jedes Mal geglaubt, dass du das Richtige tust. Wenn du mit ihm gehst, wirst du das dein Leben lang bereuen. Und glaub mir, das ist er nicht wert. Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.